Ahoi und herzlich willkommen auf jeden Fall zu einem weiteren Video heute hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder eine wöchentliche Zusammenfassung von der Woche 3 des neuen Jahres. Und wir haben auf jeden Fall diese Woche einiges gesehen. Wir haben auf jeden Fall eine volle Woche mit Drops gehabt. Jeden Tag ein Drop. Wir haben auf jeden Fall interessante Neuigkeiten zur MTL, aber auch zur Immutable X bekommen. Und auch noch sehr viel mehr, vieles auf jeden Fall jetzt in diesem Video. Als allererstes hatten wir auf jeden Fall diese Woche eine sehr spektakuläre Woche. Und zwar haben wir nämlich von Montag bis Samstag Comic Drops gesehen. Und zwar immer um 17 Uhr deutscher Zeit. Insgesamt waren das hier einmal diese 6 Comics hier in dem Fall. Und das Ganze war auch meiner Meinung nach recht erfolgreich, denke ich. Und ich denke mal, jeder Neue hatte hier auf jeden Fall eine gute Chance, mal auch einen Comic zu bekommen. Ich hatte die Möglichkeit, auf jeden Fall eins zu bekommen, jetzt von den ganzen 6 Drops. Ist jetzt natürlich keine Best Performance, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung und ich gebe mich auf jeden Fall absolut damit zufrieden. Und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass ihr natürlich dementsprechend auch dort sehr gut abschneiden konntet, wenn ihr schon länger keine Drops mehr bekommen habt. Das Ganze war tatsächlich auch jetzt nicht irgendwie special oder sowas, das war halt einfach eine Comic-Reihe, die hier gedroppt wurde. Das Ganze war immer mit 30.000 Editions vertreten hier in dem Fall und hatte außerdem immer exklusive Rare und Ultra-Rare Cover. Das ist das einzig Wichtige, was man hier in dem Fall noch dazu sagen sollte. Ansonsten waren das alles immer recht alte Comics, beziehungsweise sind das recht alte Comics, jetzt in dem Fall hier von 1987 gewesen. Anschließend haben wir dann schon am Dienstag hier auf jeden Fall in einem AMA bzw. in einem Omi Migration Talk schon mal auf jeden Fall Infos dazu bekommen, dass nämlich die Migration des Tokens auf den Ethereum Layer nämlich am 27. beginnt. Das heißt, ich denke mal, das wird nicht allzu lange dauern, bis sie das Ganze dann hinbekommen haben. Ich rechne hier auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall hier schon Mitte Februar dann auf jeden Fall einige Exchanges sehen können als Ankündigung und dann auch gegen Ende des Monats auch umgesetzt werden. Und das heißt mehr oder weniger, dass der Omi-Token hier sehr wahrscheinlich auch ziemlich durch die Decke gehen wird. Ist natürlich hier an der Stelle auch kein finanzieller Ratschlag für euch, hier jetzt nochmal rein zu investieren. Ist nur einfach meine Vermutung, wie das Ganze dann ausgehen wird mit Exchange-Listings. Dann hatten wir auf jeden Fall diese Woche auch eine extrem krasse Woche, was zum Beispiel die Preise angeht. Ich persönlich kann zum Beispiel sagen, also mein Portfolio hat sich zum Beispiel einfach mal über die Woche komplett verdoppelt. Das ist momentan wieder ein bisschen zurückgegangen. Dennoch haben wir auf jeden Fall diese Woche eine extrem krasse Woche gehabt. Es sind sehr, sehr viele Leute dazugekommen. Influencer sind dazugekommen. Es gab ein sehr, sehr interessantes Video auch von Andrew Jig. Und es war auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr spektakuläre Woche. Momentan sehen wir jetzt nochmal einen kleinen Dip, was die Preise angehen, beziehungsweise einen schon recht großen Dip. Dennoch kann ich auf jeden Fall nur sagen, das Ganze ist wahrscheinlich auch einfach nur ein Zyklus und es wird demnächst dann noch weiter nach oben gehen, ist meine Vermutung auf jeden Fall, was hier die Collectibles angeht. Dann hatten wir hier von der Sparky was Cooles geteilt bekommen und zwar hat nämlich hier nämlich der liebe Noah einmal ein paar Infos zur MTL gegeben und zwar wird es anscheinend jetzt hier in den nächsten Wochen dann endlich soweit sein und es wird jetzt noch im Prinzip von der Dev-Seite bzw. von der Entwicklerseite noch einiges gemacht und geprüft und dann wird das Ganze auch endlich released werden. Ich vermute hier, dass wir so gegen Ende Februar das Ganze dann wirklich endgültig sehen können und dann wirklich endlich MTL hier auf Vivi haben. Dann hatten wir auf jeden Fall einen sehr interessanten Tweet von dem lieben Alfred Kahn. Hat ihn nämlich nochmal geschrieben, make sure to turn post notification on to stay up to date. Exciting things are coming. Und auf diese Sache gehe ich gleich nochmal ein, denn es kann nämlich sein, dass diese sehr interessante Sache hier schon angekündigt wurde. Dazu gleich aber mehr. Dennoch werden wir auf jeden Fall anscheinend in der nächsten Zeit noch sehr, sehr interessante und große Dinge sehen. Und das wird sehr, sehr interessant, meiner Meinung nach, was wir hier dann auch sehen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier sowas wie Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel sehen könnten, aber auch ganz andere Sachen. Es wird auf jeden Fall interessant, was wir dann hier wirklich schlussendlich auch sehen werden von Alfred Kahn. Aber es scheint etwas Großes zu sein, denn sowas hat er meiner Meinung nach noch nicht getweetet. Und ich denke, er hat hier auf jeden Fall eine sehr gute Lizenz an Bord. Dann hatten wir außerdem diese Woche hier noch ein App-Update. Das heißt, wenn ihr eure App noch nicht aktualisiert habt, dann aktualisiert das Ganze auf jeden Fall. Gibt auf jeden Fall einige neue Features, zum Beispiel auch beim Market Listing, zum Beispiel für Auktionen, aber auch noch ein paar andere kleine Features bzw. Updates, was die Performance und so weiter angeht. Dann haben wir außerdem noch ein anderes Update bekommen und zwar nämlich für Secure Wallet. Das heißt, wenn ihr ein Secure Wallet, habt, dort gab es auf jeden Fall auch ein Update für die App und dort könnt ihr dann auf jeden Fall das Ganze einmal updaten, dann bekommt ihr auf jeden Fall hier nochmal
die genannten Sachen, die hier auf jeden Fall nochmal dazukommen. Bugfixes, Wallet History wird auf jeden Fall nochmal anders aussehen. Und das Ganze wird sich alles schneller aktualisieren und auf jeden Fall schneller auch Updates machen, was die Balance eures Portfolios angeht. Anschließend haben wir dann am gestrigen Abend eine sehr interessante Neuigkeit bekommen und darauf werde ich morgen im Video auch nochmal eingehen und werde es im Detail morgen nochmal mit euch hier besprechen. Und zwar sehen wir hier nämlich wahrscheinlich neue NFTs von Mickey and Friends. Das Ganze wird eine NFT-Collection und das wird sehr, sehr, sehr interessant. Und wenn man sich das Ganze hier einmal anschaut auf dem Bild, dann könnte man jetzt sagen, was ist denn das jetzt eigentlich? Ist das ein Poster oder ist das eine Karte? Wir wissen es noch nicht genau. Und das ist das Spannende und ich werde morgen darauf auf jeden Fall nochmal eingehen in meinem nächsten Video. Und wir sollen auf jeden Fall uns hier gespannt halten und auf weitere Infos warten. Ich denke mal, dass wir das denn hier alles die kommende Woche sehen könnten als Drop. Und das wird sehr, sehr interessant, was für die NFTs wir dann hier sehen werden. Es wird ja anscheinend eine NFT-Collection. Das heißt, das wird wahrscheinlich dann hier auf jeden Fall auch mit sehr vielen anderen Collectibles vertreten sein. Dann haben wir heute noch am heutigen Tag hier auf jeden Fall noch einen sehr, sehr interessanten Drop. Und zwar nämlich den Batman vs. Killer Croc Drop und das ist nämlich auch ein sehr interessanter Drop. Insgesamt Listpreis 125 Gems, 8888 Editions und das Ganze ist wie gesagt hier auch die Battle Statue zwischen Batman und Killer Croc. Das ist tatsächlich auch die erste Edition, wo Batman hier in dem Fall auch farbig ist und wir haben hier die FA mit Killer Croc. Insgesamt kann man aber sagen, ist das ganze Collectible hier in dem Fall eine FA. Dann haben wir außerdem noch zum Ende der Woche hier den Omi-Token nach ganz oben gebracht und zum Champion gemacht. Und zwar hat nämlich hier der Omi-Token einmal im Crypto Cup bei Bitforex gewonnen und ist hier Champion, the King of Tokens geworden. Und das ist auf jeden Fall nur uns bzw. der Community hier zu verdanken. Vielen Dank auf jeden Fall an jeden, der hier fleißig gewotet hat und hier auf jeden Fall den Omi-Token zum Champion der Tokens gemacht hat. Das war es jetzt auf jeden Fall mit diesem ganz kurzen Video, was hier diese Woche alles so Wichtiges passiert ist. Ich werde morgen auf jeden Fall noch ein weiteres Video machen mit zum Beispiel Infos zu der NFT-Collection von Mickey, wo wir auch nochmal näher drauf eingehen. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Wochenstart morgen und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Macht's gut und ciao, ciao.